Gamescom Part 3478, erste Müdigkeitserscheinung getreten auf, aber Koffein regelt. Heute sind wir nämlich bei Ubisoft, die zwei Spiele vorstellen, darunter ein Spiel, was ihr vielleicht schon hören könnt. Ich höre da nämlich so einen Ton aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Ja, wir wurden heute bei Ubisoft eingeladen, um zwei Spiele konkreter anzuschauen. Eins davon war Star Wars Outlaws. Das Open-World Star Wars Game erscheint ja schon kurz nach der Gamescom und wir wollen uns direkt mal einen Eindruck verschaffen, ob der Abstecher ins Star Wars Universum sich lohnen könnte. Auch wenn große Influencer schon lange Hands-on Star Wars Outlaws testen durften, da ich ja leider keiner bin, musste ich bis zur Gamescom warten und mein Abstecher in die weit, weit entfernte Galaxis lief solide ab, denn das Spiel verspricht basierend auf dem ersten Eindruck genau das, was man von einer Ubisoft Open World erwartet. Das bedeutet, ja, eine schön detaillierte Spielwelt mit viel Liebe zum Detail, aber auch den klassischen Gameplay-Elementen. Ein bisschen iteriert wurde zwar schon, aber wer schon mal eine Ubisoft Open World gespielt hat, der wird hier sicher nicht überrascht werden. Zum Guten oder zum Schlechten, je nachdem, wie ihr selbst zu Ubisoft Standard Gameplay steht. Sehr positiv fand ich die Atmosphäre und den Stand, die optisch mehr hinhalten als das Game selbst, das an manchen Stellen noch etwas grob wirken kann, gerade wenn zwei Speeder aufeinander krachen. Aber auch wenn vieles von der Berichterstattung des Spiels oft negativ auftritt, kann ich mich dem noch nicht anschließen. Bei dem Gameplay hatte ich das Gefühl, dass der Fokus der Spielwelt zwar gelungen ist, aber gerade Shooting und Gameplay-Dynamik etwas steif wirken, was sich je nach Spielzeit auch schnell abnutzen kann. Das gezeigte Reputationssystem verspricht zwar Wiederspielwert, bringt aber nichts, wenn niemand Lust auf Wiederspielen hat. Schlecht reden möchte ich Outlaws allerdings auch nicht, denn beim erlaubten Gameplay hatte ich schon Spaß. Die Langlebigkeit muss ich halt dann in der vollen Review testen, wenn das Game demnächst erscheint. Nach dem Gamescom-Besuch behaupte ich erstmal vorsichtig, dass das Spiel für Star Wars-Fans auf dem Level spaßig sein kann, wie es das Avatar-Spiel für Avatar-Fans war. Als Star Wars-Fan fand ich die Liebe zu den Details natürlich unglaublich cool. Wie das Gameplay am Ende sein wird, da müssen wir noch abwarten. Aber jetzt will ich mal testen, wie gut die Leute am Ubisoft-Stand sich mit Star Wars auskennen. Von wem aus dem Star Wars-Universum stammt folgendes Zitat? Du bist ein Zauberer, Harry. gute Frage. Von wem könnte das wohl stammen? Das sagt bestimmt Darth Vader. Wie heißt das Lichtschwert, mit dem Ned Stark in Rache der Sith geköpft wurde? In Episode 8 schmeißt Frodo Rey in den Schicksalsberg. Wie hat Hodor reagiert? Geschockt. Die Antworten waren ja nicht so zufriedenstellend, oder vielleicht waren es auch die Fragen. Aber es gab ja noch ein zweites Spiel, das wir angucken durften. Assassin's Creed Shadows war leider nicht anspielbar, was ich sehr schade fand, denn ich bin neugierig auf Assassin's Creed im feudalen Japan. Es gab eine etwas längere Präsentation und bisher, mitsamt dem bis dato veröffentlichten Material, wirkt das Spiel wie Valhalla, nur eben in Japan. Vielleicht findet ihr das ja super, aber ich bin mir noch unsicher. Spannend finde ich als Charakter aber Naoe, die ein wenig mehr klassisches AC-Gameplay einbringen soll. Yasuke ist etwas kampffokussierter, aber ich plane meine Review zum Spiel hauptsächlich Naoe zu spielen, damit ich das Oldschool-Gameplay im modernen Gewand erfahren kann. Auch für Shadows planen wir eine volle Review bei Release. Ich bleibe erstmal neutral, bis ich mehr Gameplay sehe und auch selbst erfahre, wobei ich schon sehr schade fand, dass man hier nicht spielen durfte. Nach Ubisoft zog es mich zum Gothic Remake rüber, dem Wiederauferleben alter Gaming-Schule als Remake. Ein Spiel, dem ich sehr freudig entgegengucke. Und hier kann ich zumindest vom Gamescom-Inhalt sehr positiv sprechen. Auch mit den dortigen Mitgliedern des Dev-Teams konnten wir kurz sprechen, die einerseits versprachen, dass alles, was das Original ausgemacht hat, in dem Remake erhalten bleibt, bis hin zur schönen Musik, aber gerade die Schwerfälligkeit des mittlerweile über 20 Jahre alten Originals im Remake abgeschafft wurde. Eine authentische, originalgetreue Erfahrung mit fetter neuer Optik und moderner Steuerung und Responsiveness ist doch genau, was wir von einem Remake wünschen. Was habe ich noch alles gespielt oder gesehen? Wie ihr vom ersten Video schon gesehen habt, einiges, aber mal kurz durchgezählt. Splitgate, Unknown 9 Awakening, Monster Hunter Wilds, Dragon Ball Sparking Zero, Gothic Remake, Berserkers of Kazan, King of Meat, Crimson Desert, Killing Floor 3, Marvel Rivals, Night Joy, Star Wars, Diablo, Stalker 2. Ja, eine ganze Menge, aber immerhin durfte ich diesmal außerhalb der Alpha auch Delta Force Hawk Ops spielen. Das mich tatsächlich sehr positiv gestimmt hat als Shooter und harte Battlefield-Konkurrenz, die mit seinem Gameplay dem EA-Giganten sicherlich Sorgen machen sollte.
Die Inhalte von Bandai Namco und Capcom, darunter Monster Hunter Wilds, hat euch Markus schon verpackt. Schaut da gerne rein, Link in der Beschreibung. Aber Leute, ich sag euch, 300 Kilometer gelaufen, Beine platt, aber muss zocken. Die Gamescom macht es zumindest ein bisschen erträglich, dass ich gerade nicht Black Myth Wukong zocken kann, weil das genau zum Gamescom-Beginn erschienen ist. Das muss ich dann noch nachholen, aber bitte keine Spoiler. Lasst gerne ein Abo da, wir freuen uns über den Support. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.